Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei My Time mit Porsche. Gott, wer stratzt denn da vorbei? Ach, das ist das Lama, was ich da gerade irgendwie durch den ganzen Kram habe laufen sehen. Sagen, was ist denn hier los? Ist hier die Ziviltruppe schon im frühen Morgen dabei, durch meinen Garten zu joggen oder was geht hier ab? So, das mal eben aufgefüllt. Ja, dann nehmen wir den Kladderadatsch hier doch gleich mal mit. Grumpfi, guten Morgen. Was geht? Du bist grumpfig, oder? Lass mich raten. Ich wäre auch grumpfig. An deiner Stelle. Du bist eigentlich viel zu klein dafür, dass ich auf dir reite. Aber... Nun gut. Sei's drum. Lass mich raten, du hast wieder Honig weggefressen. Und zwar nur Honig. Ja, Pech. So, du wirst zu fett. Kriegst mal mehr Pflanzenfasern. Sieh zu. Oh, wir haben Post. Ich bin gespannt. Sortieren macht noch gar keinen Sinn. Also hätten wir jetzt trotzdem machen können, weil ich eh schon dabei war, aber... Oha! 4 Briefe gleich vom Forschungszentrum. Tut mir leid, dass ich selbst mit Merlins Hilfe noch nicht in der Lage war, die Forschung bezüglich Windräder... Wir wissen nicht, wie wir die Drehgeschwindigkeit des Generators bis zum Maximum erhöhen können. Ganz einfach. Mehr Power! Mit der Geschwindigkeit, laut den Berechnungen, würden wir derzeit nicht genügend Elektrizität erzeugen. Ich werde weitere Nachforschung anstellen, um dieses Problem zu lösen. Wenn ich mich recht erinnere, kommt Phyllis aus Hochwind. Vielleicht weiß sie etwas, das wir nicht wissen. Gut, also müssen wir mit Phyllis sprechen. Lieber Handwerker, die Nähmaschine, die du hergestellt hast, ist unglaublich. Ich kann jetzt jedes Kleidungsstück viel schneller fertigstellen. Ich denke, dass ich mit dieser Maschine auch die Attribute von Kleidung verändern kann. Warum kommst du nicht vorbei und siehst es dir an? Der erste Versuch geht auf mich. Okay. Von der Handelsgilde, dafür, dass wir gestern den Kram da, finde, den Fehler gemacht haben. Läuft. So, und in 3 Tagen kriegen wir noch ein Forschungsergebnis. Das läuft. Du könntest den ganzen Tag starren. Ja, mach doch. Niemand hindert dich daran. Du hast keine verpflichtenden Aufgaben in dieser Gesellschaft. Nutze die Zeit. So. Haben wir eigentlich eine Quest? Scheiß Teestunde, ja, okay. Okay, wir müssen mit Phyllis reden. Machen wir. Wenn ich irgendwann mal Grumpfi besteigen kann. Na, endlich. Phyllis ist doch bestimmt irgendwo oben bei Dr. Xu. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Dann haben wir hier quer. Ja, voll gut. Ich weiß nicht, ob es der kürzeste Weg war, aber ich habe den Weg gefunden, ohne auf die Map zu gucken. Was man einfach nach über 80 Folgen auch mal erwarten kann. Wind Power for South Block? I'd love to help you out, but I'm not exactly on talking terms with my family. Besides, they're silversmiths. I'm not sure how much help they'd be. You should be talking with Nora instead. Nora? Das ist Nora. Yeah, her family owns the Highwind Electric Company. So I'm pretty sure she knows everything there's to know about generators. Were you the one that fixed the worn handrail above the school? Thank you so much. The new one looks great. Okay, cool. Das ist halt ein Monat her oder so, aber passt schon. 10 Punkte mit Syphilis. Spacer. Ob ich Grumpfi hier zwischenparken kann? Hat Grumpfi da Bock drauf? Nee, nicht so. Okay. Dann... Moment, ist Noah nicht die von der Kirche? Hold on. Wie komme ich denn da hin? Wo geht denn hier der Weg hoch? Da vorne? Nee.
Okay. Ist das nicht... Nee, das ist der Weg zu mir, zur Ruine. Ah, hier. Na dann, auf und davon. Okay, das ging zügig. Ja, gehen wir mal rein, würde ich sagen, ne? Hi, can I help you? Gott, die wird bestimmt hart angepisst, weil die mit Technik nichts zu tun haben will. Deswegen hat die sich doch 100% von ihrer Familie getrennt, weil die Familie das Kraftwerk betreibt und sie mit so einem vorapokalyptischen Kram nichts zu tun haben will. Yes, in fact. Oh, that's simple. All you need is... Wait, Nora! Minister! I've heard what's going on, Nora. You cannot help with this corrupted project. Gott, darf ich ihm bitte ins Gesicht treten? What? Why not? But... Nora, you became a missionary because of your family's position on technology, right? If you help with this, how are you different from them? That's all I'm going to say on this subject. You need to think about it and decide. Minister Lee? Yes. I came on this mission because I strongly believe that what my family is doing isn't right. My father runs a major business in Highwind, and his company makes machines of war. Ja, aber Kriegsmaschinerie ist halt mal was anderes als ein Kraftwerk. Now, I'm not naive enough to think that we don't need any weapons at all, but after 300 years of darkness, it makes me mad that the first thing we do once we get back on our feet is start shooting each other. All right, no worries. I'll figure out another way. Was denn? Hallo. Können wir da bitte noch weiter drüber reden? Ich würde ihr gerne sagen, so hey, verstehe ich voll und ganz, sehe ich genauso, aber mal im Ernst, ein Windrad ist ja nun mal keine Kriegsmaschinerie. Wir wollen das Ding ja nicht auf einen Rambock spannen und als riesigen Schredder damit in irgendwelche Leute reinfahren. Obwohl das in dem Film bestimmt lustig aussieht. No, I think the minister is wrong in this instance. I know you're doing this for the benefit of Portia. Petra's missing piece is a gearbox device. I'll go tell her about it. You just wait for the diagram. Yes. Thank you. Is this okay? Don't worry. The minister will come around once he sees the result. Hey. Technology will one day destroy our world again. That's what I've learned from the history of our corrupted world. You really must tell us if you find any corruptions in the ruins. Hm. Machen wir mal nicht. Was haben die denn in dem Kirchenladen eigentlich am Start? Ach, guck mal, die haben Regenbogenblumensamen und wollen dafür Silikonchips haben. Okay, die haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Spezieller Boden, der den Pflanzkästen das Düngemittel sofort zuführt. Ich finde die Klamotte ja ein bisschen geil, ne? Also würde ich persönlich nie tragen, aber so in-game. Aber das Geld brauchen wir im Moment für was anderes. So, ich bin froh, dass Grumpy nicht in den Abgrund runtergestürzt ist. Ungefähr so. Kommen wir hier rüber? Nee, schade. Dann nehmen wir doch die Tür. Ah, kurz überlegt, ob wir das Schnellreisesystem nehmen, aber ganz ehrlich, wofür? Wir haben ja Zeit. Und ein Lama. Das heute, glaube ich, mal weiter trainieren kann. Hey. So, dann sind wir nämlich mit dem Sprinttraining bald fertig. Nice. Dann, tja, was machen wir denn dann heute?
Wir gehen mal in die Stadt. Gucken mal so. Vielleicht können wir uns noch einen kleinen Auftrag ziehen. Oder einfach mit irgendwem Schabernack machen. Können wir uns noch mit Albert verabreden, aber... Hey. Ich finde es nett, dass sie einem direkt sagen, was sie an Geschenken haben wollen. Oh, Presley. Hi. Nein, ich wollte mit Presley reden, danke. Sitzt du nicht ein bisschen tief? If you work hard and never give up, you'll be well off in no time at all. Okay. So, was geht hier? Drei Wandlampen. Klingt easy. Fünf Seil. Nee, Seil kann mal weggehen. Zwei Schals. Zwei Schals wäre okay, aber ich glaube, ich habe gerade mehr Bock auf die Wandlampen. Wer ist dit eigentlich? Komme ich da nicht hoch? Schade. Nachsehen. Das ist Peach. J. Peach. Okay. Er hat einen Helm in der Hand, okay. Was auch immer. Wir könnten natürlich Stardew Valley getreu wieder mit dem Arzt anbandeln. Herr Grumpy, kannst du hier nicht immer hinscheißen, bitte? Geh doch mal vor die Tür. Kannst du nicht kurz auf die andere Seite des Zauns gehen? Das fände ich total okay. Hier alles voll kackst. Was wollte ich jetzt machen? Ich hatte gerade voll den Plan. Ich wollte Sachen wegsortieren, das war das eine. Ich wollte auch noch irgendwas anderes machen. Ach ja, Wandlampen. Was habe ich da eigentlich gesammelt? Schnitzmesser. Achso, das geht da gar nicht hin. Das geht da hin. Gut, gut. Eisenbahn und Hartholz-Dielen, okay. Dann machen wir, glaube ich, nochmal Hartholz-Dielen. Das ist ein ganz guter Plan, denke ich. Die kann ich ja auch hier machen. Mach doch mal 10. Schon dabei sind, mach du da auch mal 10. Brauchen bestimmt mal wieder welche. Große Platten ist jetzt auch nicht das Verkehrteste, was man machen könnte. So 7 Stück. Und dann können wir noch ein paar Bronzebarren machen. Mach du mal so 11. Wir haben jetzt auch wieder reichlich Kupfererz und mach du mal so 10. Danke. Cool. So, ich glaube, wir müssen bald echt mal irgendwie eine Entscheidung treffen, von wem wir was wollen. Das Problem ist, ich habe irgendwie zu keinem der Charaktere so richtig Bezug. Also ich finde jetzt keinen übermäßig sympathisch, außer Ak, aber mit dem können wir, glaube ich, nicht heiraten. In town the other day. I think his name was Mint. He was so polite. Neues Gesicht? Bitch, weißt du, wie lange das her ist? Da vorne läuft irgendwie eine Quest für uns. Lauf doch nicht weg, May. May! Hello! Cool. Es gab einfach mal 700 Golds. Das finde ich ziemlich nice. Wir könnten natürlich auch einfach noch ein bisschen in der Ruine rumforsten und gucken, ob wir da irgendwas finden, was wir verkaufen können. Das wäre auf jeden Fall eine Option.
Muss noch mal gucken, wen haben wir denn hier überhaupt so? Also, ich weiß nicht, Albert ist irgendwie raus. Ich weiß nicht. Gott, Gale, Alter. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit so einen Hobgoblin haben will. Aber ich glaube, den können wir auch gar nicht, weil der hat Sternchen und keine Herzen. Okay, also ist Gale auch raus. May ist mir irgendwie ein bisschen zu pesky. Sam auch nicht unbedingt. Arlo, weiß ich nicht. Nee. Okay, ja, können wir auf jeden Fall nicht nehmen. Oh, schade, wir können Presley nicht heiraten. Das hätte ich ein bisschen lustig gefunden. Tja, Petra? Weiß ich halt nicht. Warum kann ich denn Martha nicht heiraten? Ach, die ist schon verheiratet, ne? Glaube ich, mit Mars. Okay, wir können offenbar keinem die Ehe kaputt machen, was ganz okay ist. Ja, dann bleiben ja nicht mehr so viele. Wir können halt einen von den Boys. Warum kann ich denn... McDonald ist doch nicht verheiratet, oder? Ich hätte ja gerne eine Beziehung mit Papa Bär angefangen und dann ein Kind adoptiert. Oh, wow. Was da wohl die Behörden sagen. Gott, mit Oaks. Hilfe. Higgins, ey. Zwei Leute fehlen offenbar noch. Also die Dudes sind alle raus. Definitiv. Okay, es sind Zwillinge. Sie dürfen gleich aussehen. Das ist total okay. Tja, Alice vom Blumenladen. Wer ist Toadie? Ach, okay. Wir können natürlich mal die Beziehungsvorteile durchgucken. Erhalte Hilfe bei der Hausarbeit und beim Sammeln von Ressourcen sowie die Chance, am Morgen direkt Geschenke zu erhalten. Okay, was kriegen wir denn bei Petra? Chance, am Morgen zunächst Geschenke zu erhalten. Was heißt denn zunächst? Also so nach 2 Wochen nicht mehr, oder... Na, aber hallo. Sendet manchmal Geschenke per Post. 20% Rabatt, wenn du im Laden oder Restaurant bist. 25% Rabatt, wenn du im Laden isst. So. Das wird keine Liebesbeziehung, das wird eine Geschäftsbeziehung. So einfach. Ich drücke immer auf den Pfeil, obwohl das überhaupt nichts bringt. Das ist schon mal ganz gut, auf jeden Fall. Ach so, das sind die Klamotten, die man per DLC holen kann. Okay. Also Bekannte und Freundin wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann haben wir insgesamt 10% mehr Widerstand, es sei denn, es stackt multiplikativ, dann sogar mehr. Angriffspunkte, das wäre sinnvoll. Müssen wir mehr mit Arlo quatschen. Ja, ist okay. Sind die nicht zu viert? Ach so, ja, Pauli. Rabatt im Laden. Wenn ich im Laden esse? Ich kann in seinem Laden nicht essen, der hat einen Möbelladen. Wie soll ich da was essen?
We... Hi! Yo, kid, looking good! Be careful in the ruins. Don't expect me to save your butt every time, okay? Okay. Bye! Wann hast du jemals meinen Hintern gerettet, aber sei es drum. Martha! When will Toby let me not worry for just one day? Even though Portia is a small town, the kids here are just as curious about the world as anywhere else. The feeling of achievement that I get when I see them advance in their studies is just indescribable. Okay, ich weiß nicht, ob das positiv ist. Etwas unbeschreiblich ist. Tja, ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wir können selber mal Sprinttraining gebrauchen. Wir sind halt urstlangsam. Moin. So. Hauptsache nochmal den kleinen Kothaufen mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ein bisschen abgenutztes Fell kann ja nicht schaden. Na, Grumpfi? Training beenden? Nein. Das Training noch läuft, dann trainieren wir ruhig weiter. Wow, die ist ein Barren fertig geworden. Das ist mal okay, das lassen wir alles mal laufen. Puh. Erstmal alles sortieren. Wo ist denn mal die... Wo packe ich denn mal das Pigment hin? Ist mit in die Stoffkiste? Vielleicht. Die ist schon... Oh, wow. Gleich für die Pflanzkästen. Ich finde es halt ein bisschen ungeil, dass man halt überall diese Pflanzkästen braucht und nicht einfach sagen kann, ejo. Kultivierte Erde. Nee, eigentlich hätte ich ganz gerne normalen Pflanzkästen. Wo waren die denn? Die nicht hier auch mit bei oder waren die beim Möbeln? Geht ja aber. Ah, Holzbretter, okay. Also Erde und Kot ist jetzt nicht so das Problem, aber Holzbretter können wir noch mal ein paar zusägen. Falls wir mal tatsächlich noch mehr in die Landwirtschaft einsteigen wollen. Da muss ich nicht gleich das ganz große Ding machen. Mach doch mal 25 Holzbretter. Finde ich super. Möchte ich Stahlplatten machen? Möchte ich Aluplatten machen? Möchte ich Titaniumplatten machen? Da kann ich gar nicht. Wo kriege ich denn? Düstermoor-Ruine, okay. So weit sind wir offenbar noch nicht. Ja, mach doch mal 11 Stahlplatten. Verschwinden zwar wieder unsere Barren ein bisschen, aber... Oder? Ach nee, die werden direkt aus Erz und Holz gemacht. Komme ich denn darauf, dass ich dafür Barren brauche? Das ist ja gut. Ah, das liegt an der Maschine, weil das Ding macht das nämlich tatsächlich aus dem Barren. Und hier können wir das direkt aus dem Erz machen. Das ist voll gut. Das habe ich vorher überhaupt nicht gereiht. Ja, nice.
Das gefällt mir. Was wir natürlich mal machen könnten... Wir bauen mal einen Steinofen. Crafting. Steinhocker. Holz. War das das Holz? Ich glaube. Jo. Coolen. Außerdem machen wir mal eine Schleifmaschine. Das hat ja super funktioniert. Ja, voll gut. So, was brauchen wir? Alte Teile, Schleifstein, Kupferbarren, okay. Dann gucken wir mal in die Barrenkiste. Nehmen da mal 3 Kupferbarren raus. Dann gucken wir mal in die Technikkiste. Nehmen da mal 2 alte Teile raus. Und dann müssen wir hier mal kurz 2 Schleifsteine machen. Cool. Was kommt dann? Einfache Schneidemaschine. 2 Kupferklingen, 5 Steinziegel. Machen wir. Kupferklingen hierher? Nee. Dann kriege ich die vermutlich hierher. Machen wir ruhig so 10 Stück. Weißt du was? Macht 12. Das geht schon. Was war der Rest? Steinziegel, 5 Stück. Vermutlich in der Steinekiste. Jawohl. Cool. Wenn ihr euch fragt, warum ich diesen ganzen Kleinkram mache, das können wir ins Museum packen. Fange ich jetzt nämlich langsam mal an, wenn wir nicht so viel zu tun haben, einfach nebenbei mal das Handbuch durchzugehen und hier mal so Seite für Seite, Stück für Stück langsam die Teile fertig zu machen. Da kommen zwar auch nochmal teure und anstrengende Sachen mit, aber wir können ja zumindest schon mal so ein bisschen Kleinkram machen. Das finde ich ganz okay. Wie viele kleine Silikonchips haben wir denn? 23. Easy. Blaues Leder haben wir dafür auf jeden Fall nicht genug. Weiß ich schon, was demnächst irgendwann passieren wird. So, ach, bist du immer noch im Training? Ich wollte doch eigentlich nur gucken, ob ich dich abends vielleicht nochmal streicheln kann. Aber dann halt nicht. Sieh doch zu, wo du deine Liebe herbekommst. Von mir auf jeden Fall nicht mehr. Hier ist noch gar nichts fertig. Ist ja ungünstig. Eine Schleifklinge. Stimmt gar nicht. Kupferklinge, nicht Schleifklinge. Das ist ein bedeutender Unterschied. Ach, komm schon. Ich werde doch wohl von hier auf das Dach kommen, oder? Geht doch. Schon ein bisschen anstrengend so im Schnee. Also so für die Augen. Oh, Alter. Ich froh, wenn der Winter vorbei ist. So, hau mal rein. 6, 5, 4, 3... 2, 1, way! Falscher Button, da wollte ich hin. Cool, dann können wir noch was machen. Wird zwar langsam spät, aber was wäre denn dran? Einfache Textilmaschine, ja komm, das schaffen wir ja wohl gerade noch. Bronzerohr und 2 Bronzerohr, 1 Marmorhülle. Gott, das ist
total lachhaft. Das ist ein Crafting. Jawohl. Zwei Bronzerohr und das ist bei Platten, wenn ich mich nicht vertue. Jawohl. Eine Marmordiele. Cool. Noch was? Was ist als nächstes dran? Müssen die Brückenteile da rein? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Hat 5 Hartholzdielen, 3 Kupferrohr. Machen wir mal. Hartholzdielen und 3 Kupferrohren. Okay, es ist. Na, es funktioniert so nicht, aber okay. Haben wir. Cool, dann können wir morgen halt easy mal 5 Sachen wegbringen. Das auch noch schnell machen. 12 Ziegel, 5 Bronze. Ja doch, 5 Bronzeplatten, 12 Ziegel. Waren es Kupferplatten oder Bronzeplatten? Bronzeplatten, sehr gut. Der hölzerne Brückenkörper aus Bronze und Steinen. Das Beste. Cool, das sieht im Museum bestimmt super dekorativ aus. So, noch was? Und Höftiff ist mir jetzt zu umständlich. Aber hey, dann haben wir 6 Sachen fürs Museum. Das ist total gut. Ich befürworte dies sehr und ich befürworte jetzt auch ins Bett zu gehen.